Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Format Erfahrungsmedizin. Ja, heute ein ganz spezielles Thema, nämlich gibt es das erste vegane Restaurant, wo man strahlenfrei genießen und essen darf. Ja, und mein heutiger Gast ist Adesh Widmer. Ihr werdet ihn gleich nach dem Intro sehen, also bleiben Sie dran, bis gleich. Ja, herzlich willkommen zurück und herzlich willkommen, lieber Adesh. Schön, dass du hier bist. Hallo Fabian. Ja, als du mir das geschrieben hast, es gibt ein Restaurant, wo man jetzt strahlenfrei essen kann. Habe ich noch nie gehört. Dachte ich auch nicht, dass es so weit kommt. Und deshalb meine Frage, warum müssen Restaurants schon anfangen, sich abzuschirmen? Also ist so, wir haben leider viel Erfahrung jetzt mit elektrosensiblen Menschen. Meine Frau selber ist elektrosensibel, hochelektrosensibel. Und elektrosensible Menschen, die können eigentlich nirgends mehr hin. Die können nicht mehr reisen, können vor allem nicht mehr irgendwo auswärts essen gehen, weil die Restaurants, die haben ihr eigenes WLAN und dann haben jeder Gast hat sein Handy an und so weiter. Und die Strahlenbelastung ist enorm in Restaurants. Und das ist absolut undenkbar, irgendwo in ein Restaurant essen gehen. Und ich habe Freunde, die führen ein veganes Restaurant. Das ist eigentlich ein Zufall, muss nicht vegan oder vegetarisch oder irgendwas sein, kann irgendein Restaurant sein. Und dann habe ich dann gefragt, ob er inspiriert sei, sowas ausprobieren. Und wir mussten dann auch viel abklären. Wir mussten dann mit der Feuerpolizei schauen, weil es ist nicht erlaubt, einen öffentlichen Raum, der rundherum mit Stoff versehen ist, zu errichten. Das ist verboten. Man muss eine Tür, eine Fluchttür, Feuertür muss man auch installieren. Dann mussten wir das zuerst konzipieren und ausrechnen hin und her. Aber wir haben jetzt einen Platz für 4 Personen, konnten wir machen. Und haben wir jetzt, das steht noch nicht lange, aber ja, das steht jetzt da in Zürich in diesem veganen Restaurant. Ja, schön. Kamst du auf das Restaurant zu oder kam das Restaurant von sich aus, hey, wir wollen da jetzt einen Platz schaffen für elektrosensible Menschen? Nein, ich bin schon auf das Restaurant zugegangen, aber das Restaurant, das hatte schon andere, auch schon Ideen, irgendwelche Energieplätze zu kreieren, vielleicht auch mit spirituellen Gemälden so Räume zu machen, Energieräume. Und da kam es natürlich gelegen, dass wir jetzt das ausprobieren. Das Gute ist, dann ist, das ist natürlich jetzt messbar. Also man mit dem Messgerät kann man schauen, sieht man, dass es da in dem Baldachin tatsächlich jetzt praktisch keine Strahlen mehr hat. Das sieht man dann, wenn man einfach nur Energieräume, harmonisierte Räume hat, da sieht man keinen Unterschied. Ja. Das ist nicht messbar, aber das ist jetzt immerhin messbar. Das ist mal etwas fürs Auge auch. Ja, genau. Sie suchen Videos zu einem bestimmten Thema? Dann lassen Sie sich durch die Kaizana-Suche die inhaltlich relevantesten Sendungen zu Ihrer Suchanfrage generieren. Apropos fürs Auge, hast du da noch irgendwas mitgebracht, wo wir mal reinschauen können, wie das so aussieht in so einem Restaurant? Genau, ja, wir haben ein Video gedreht, im letzten Moment, nicht gerade die höchste Qualität, aber immerhin, man sieht, und der Geschäftsführer von SwissShield, das ist der Lieferant des Stoffs, der Stoff ist in der Schweiz hergestellt, und der hat mir sogar geholfen, noch am Schluss noch das fertigzustellen. Und er hat dann auch da gegessen und gibt dann auch ein kleines Interview. Das ist also der Geschäftsführer von SwissShield da drin. Ah, super. Ja, herzlichen Dank, dass ihr das noch geschafft habt. Ja. Weil ich finde es immer sehr eindrücklich, nicht nur zu hören, sondern auch noch zu sehen. Und ja, jetzt habe ich schon was gehört und jetzt gehen wir mal schauen. Thank you.
genießt das Essen elektromagnetisch oder strahlenfrei. Die Weltneuheit von WaveSafe mit unserem wunderbaren Swiss Shield Ultima Stoff. Genießt es. Vielleicht haben auch andere Restaurants Lust, sowas zu installieren für ihre Gäste. Besten Dank und schönen Abend. Ja, echt eindrücklich, das auch mal so sehen zu dürfen. Ja, welche Technologien oder wie habt ihr das jetzt geschafft, diesen Raum zu schaffen für Elektrosensible in einem Restaurant? Also ich habe schon mal gesehen, die Handys kamen in so eine Tasche. Das war vermutlich so eine Abschirmungstasche. Genau, das wollte ich noch erwähnen. Ja, also man darf natürlich kein Handy damit reinnehmen. Mhm. Das wäre dann völlig kontraproduktiv. Ja. Auch keine Funkuhr. Mhm. Weil der Herr, der hatte eine Funkuhr. Wir haben dann drinnen gemessen. Dann habe ich gesehen, da strahlt ja immer noch was. Und dann haben wir seine Funkuhr entdeckt. Die musste er dann noch rausgeben. Und ja, man steckt dann das in diese schwarze Taschen, die stellen wir da zur Verfügung und die lassen, diese Taschen sind vollständig strahlenfrei und man kann es dann auch mit reinnehmen, weil man will sich ja nicht unbedingt gerne vom Handy trennen. Mhm. Und so ist das dann vollständig strahlenfrei da drinnen, auch der Boden, weil von unten rauf, da haben wir dann auch WLAN gemessen gehabt. Und am Boden haben wir dieses auch einen Edelstahlstoff ausgelegt, dass von unten auch keine Strahlen reinkommen. Und so ist das jetzt rundherum. Mit diesem Swiss Shield Stoff ist das jetzt praktisch strahlenfrei da drinnen. Na, echt super. Diese Taschen, wo bekommt man diese Taschen her? Weil ich stelle mir gerade vor, im Unterricht als Kind, klar hatte man das Handy dabei, aber es gab auch eine Zeit, da kam der Lehrer mit der Kiste vorbei. Da mussten alle ihre Handys reinmachen und ich stelle mir gerade dieses Bild vor, jeder muss das in diesen Sack reinmachen. Genau, wir haben ja das Geschäft WaveSafe, wo wir Strahlenschutzartikel herstellen, verkaufen. Deshalb sind wir auch überhaupt auf die Idee gekommen, das zu machen mit diesem Baldachin. Und es gibt auch große, sogenannte Tablet-Taschen, sagen wir denen jetzt. Aber wir haben auch schon Lehrer gehabt, diese ganzen Taschen gekauft haben und alle Schüler müssen da ihre Handys reinpacken, damit dass der Lehrer strahlenfrei ist. Jetzt nicht unbedingt nur, dass die Schüler ihr Handy nicht brauchen, sondern dass der Lehrer dann wirklich auch keine Probleme kriegt. Ja, ich denke, schlussendlich ist allen geholfen. Ja, das ist so. Ja. Genau. Gab es schon Feedback, also Rückmeldungen von Angestellten oder von Kunden dieses Restaurants? Haben die schon etwas bemerkt? Ja, tatsächlich. Da war eine Kundin, die ist Therapeutin und sie hat sich natürlich sehr interessiert dafür und sie ist aber eher auch auf der Linie von Harmonisieren und Räume harmonisieren und so weiter und sie hat dann irgendwie gemessen, wie die Harmonie da drinnen ist und tatsächlich sogar die Harmonie war super in diesem Baldachin drinnen. Also nicht nur strahlenfrei, sondern auch harmonisiert so quasi automatisch durch diesen Stoff. Mhm. Ja, das war eine schöne Erfahrung für uns, das zu hören. Ja, ich denke, das hat echt Potenzial, noch weiter zu wachsen. Wenn es jetzt Restaurants gibt, die sagen, hey, ich will das auch, vielleicht auch nicht das ganze Restaurant, sondern vielleicht mal ein Teil für die Kunden, die das gerne in Anspruch nehmen möchten. Wie geht jetzt so ein Restaurant oder so eine Bar da vor? Ja, am besten kontaktiert so ein Restaurant uns, weil wir wissen jetzt alle Hindernisse und alle Dinge, die man erfüllen muss und wie man das dann richtig macht, weil wenn man das falsch macht, dann schützt es zu wenig oder gar nicht. Entschuldigung, ich kann jetzt nicht einfach die Produkte kaufen, das so einrichten für mich und dann wäre gut. Nein, das ist in dem Fall schon eine Beratung notwendig. Unbedingt, absolut. Ja. Man muss es auch der Situation anpassen, weil man braucht ja diese Feuerschutztür. Die muss da auch drinnen sein. Und auch wegen dem Reinigen und so weiter. Das hat so viele Aspekte, die man berücksichtigen muss. Und das ist ganz bestimmt von Ort zu Ort ist das verschieden. Naja, super. An diese Brandschutztür habe ich gar nicht mehr gedacht. Super, dass du es nochmals erwähnst. Ja. Muss man wirklich schauen. Klar, und auch den Rahmen, den haben wir extra speziell hergestellt jetzt, das ist ja Holzrahmen. Mhm. Und je nach Größe, es hängt völlig von der Situation dann ab.
Was ist in diesen Materialien eingebaut, dass das so sehr abschirmen kann? Also das Swiss Shield, das ist aus Baumwolle mit Kupfer. Das Kupfer und hat 1% Silber noch drin, aber es ist 13% Kupfer und 82% Baumwolle. Und das ist dann in der ganz besonderen Technik, ist das verwoben, das schirmt dann auch, das reflektiert dann die Strahlen, oder? Es geht nicht, dass es irgendwie die Strahlen umwandelt oder sowas, sondern es lässt die Strahlen einfach nicht durch. Es reflektiert die Strahlen eigentlich wieder zurück. Wobei, manchmal haben Menschen Bedenken, dass es, wenn dann die Strahlen zurückgeworfen werden, so quasi, dass dann ja da draußen dann die Strahlenbelastung umso mehr sei. Aber das ist irgendwie nicht der Fall, weil die Strahlen gehen ja nicht geradlinig auf den Stoff und geradlinig wieder zurück, sondern es ist ein Jahrmarkt, ein Chaos von Strahlen und das geht in alle Richtungen. Das kann man eigentlich dann, das misst man nicht mehr. Wir haben das getestet sogar. Man kann das nicht messen, aber drinnen misst man definitiv, es ist gut. Ja. Da kommt es auch darauf an, wie die Abstände sind innerhalb dieses Stoffes mit diesem Kupfer und Silber. Ich denke schon, also wir stellen den Stoff ja nicht her, das ist die Swiss Shield und die machen das schon seit 20 Jahren oder noch länger. Aber ihr macht dann aus diesem Stoff gezielt die Kleidung oder das, was der Kunde gerne möchte oder auch braucht. Ja, genau, zum Beispiel dieses Hemd ist aus diesem Stoff. Ah, wirklich? Ja, dass ich mich auch ein bisschen von diesem Bluetooth-Mikrofon schützen kann. Und wir machen Baldachine, wir machen so Schutzanzüge daraus, wir vernähen es zum Teil auch doppelt, quer doppelt, dann ist der Schutz fast doppelt so hoch, weil das wird dann teuer, weil der Stoff ist extrem teuer, aber das schützt dann wirklich gut und der Stoff ist sehr, sehr dauerhaft, also den kann man viele Male waschen und ich ziehe den manchmal auch so ein Hemd an zum Velofahren und da schwitze ich und der schützt immer noch genau gleich. Also dieser Stoff ist wirklich eigentlich der beste Stoff. Ja, und wir entwickeln auch, also Swiss Shield entwickelt auch immer wieder neue, um den Schutz zu erhöhen, weil die Strahlenbelastung wird ja eigentlich immer höher und irgendwie muss man sich da anpassen und da sind wir immer im Kontakt und versuchen, der aktuellen Situation nachzukommen. Macht ihr auch Sonderanfertigung, je nach Situation vom Kunde? Du sagst, hey, ich bin Banker, ich bin immer im Anzug unterwegs, ich brauche da irgendwas Schickes, Schönes. Ja, absolut, wir können eigentlich alles machen. Ja, wenn uns jemand ein Muster bringt oder spezielle Größen, dann machen wir können eigentlich alles machen. Wo wir darauf achten halt, ist, dass den auch wirklich schützt. Zum Beispiel also einen Blazer herzustellen, der schützt, das macht nicht viel Sinn, weil den hat man ja offen hier. Ja, genau. Und das macht nicht viel Sinn. Es muss dann schon geschlossen sein. Aber wäre in meinem Fall jetzt das Shirt oder ein Hemd darunter, was dann wirklich das den macht Sinn jetzt wie bei mir. Oder ich habe dann darunter noch. Hier, ich müsste jetzt eigentlich noch so ein Halstuch haben, um meinen Hals zu schützen ein bisschen. Aber ja, ich bin zum Glück jetzt nicht hoch elektrosensibel. Ich werde das überleben. Mal vorläufig auf jeden Fall. Ja, da würde ich gerne gleich einhaken. Du sagst ja, du bist selbst nicht hoch elektrosensibel. Trotzdem hast du ja auch die Kleider, die du auch trägst, die dich schützen davor. Merkst du einen Unterschied in deinem Alltag, wenn du mal die Kleider anhast, die schützen, oder mal ohne unterwegs bist? Oder gibt es dieses ohne überhaupt noch? Das sollte ich gerade sagen, es gibt kein ohne mehr. Weil seit ich sehe, was diese Strahlen alles für schlimme Dinge anstellen mit den Menschen, da habe ich keine Lust, da auch noch so schlimm dran zu sein. Und deshalb, ich schütze mich immer, immer. Auch mit Hut draußen, ich habe immer eine Mütze oder einen Hut. Ich schütze mich grundsätzlich, weil es ist, präventiv ist das Beste, was man machen kann. Und eigentlich, wir empfehlen jedem, er soll sich präventiv schützen, weil wenn das Ding ist, das System oder der Körper, der ist hier unter konstantem Stress. Der muss sich konstant muss ja diese Strahlenbelastung ausgleichen. Und das ist dann eine Belastung für den Körper. Und irgendwo, wo er Schwächen hat, der Körper, da bricht er zusammen. Das stellen wir fest. Und dort kommt er nicht mehr nach mit dem Ausgleich. Und dann wird man elektrosensibel. Und dann hat man irgendwie Gelenkschmerzen oder Kopfschmerzen, Tinnitus oder Verdauungsprobleme, alles. Es gibt deshalb keine Diagnose Elektrosensibilität, weil es erwischt jeden an,
an jenem Ort, wo sein Körper eine Schwäche hat. Und wenn es mal irgendwo ausbricht, dann breitet sich das aus. Mhm. Das wird dann immer schlimmer. Und deshalb, ich präventiv schütze ich mich immer. Ich schlafe auch unter einem Baldachin deswegen. Wobei einmal, was heißt schon, nicht hoch elektrosensibel. Wenn ich stark ausgesetzt war, mal an einem Tag, dann merke ich das manchmal in der Nacht, dass ich dann wie aufgeladen bin und dann auch schlechter Schlaf, ja. Trotzdem Baldachin. Das ist so. Also da kommt man kaum drum herum. Mhm. Aber ich gehe halt den Strahlen auch aus dem Weg, wo ich kann. Ja, das ist... Das sehr eindrücklich, was du gesagt hast, dass es eigentlich diese Diagnose nicht gibt. Dass es wirklich alle möglichen Symptome hervorrufen kann und dass man es wirklich auch präventiv machen soll. Weil man kann ja jetzt nicht die Behauptung aufstellen, ich, Fabian Glock, bin jetzt nicht elektrosensibel. Das heißt nicht, dass ich in 20, 30 Jahren das immer noch bin. Genau, das kann ist sein, so. Dass es mich erwischt und lieber präventiv als Nachsicht. Ja, ja. Und man hat ja auch kein Verhältnis, weißt? Oder man lebt... Und vielleicht ist man nervös oder man ist müde, mhm. Und man denkt, das gehört jetzt halt zu mir, das bin ich. Mhm. Und man würde das nie dem Funk zuschreiben. Aber wenn man das mal ändern würde, dann würde man sehen, den Unterschied, es ist dann der Unterschied, der das ausmacht. Viele Elektrosensible finden heraus, dass sie elektrosensibel sind, wenn sie mal an einem Ort sind, wo keine Strahlen sind. Das war bei meiner Frau so, das war bei X-Kunden, die wir haben so. Wir fahren mal in den Ferien in Griechenland und sie war vorher 2 Jahre lang krank, ja. Wegen den Strahlen. Wir wussten es nicht. Aber der Arzt hat dann den Verdacht gehabt, dass sie elektrosensibel ist und da hatten wir dann auch langsam die Idee, das kann sein. Und wo wir dann in den Ferien waren, da hat es, das waren so einzelne Bungalows in dem Hotel. Also nicht ein großes Gebäude, sondern verschiedene kleine so Häuschen. Ja. Und da war kein WLAN, da war gar nichts. Mhm. Das hatte keinen Turm in der Nähe, absolut nichts. Meine Frau war von einem Tag auf den anderen ein neuer Mensch. Absolut. Schön. Mit Energie, gesund, fröhlich, alles. Es war absolut wunderbar. Kaum einmal wird es zu Hause am nächsten Tag war es vorbei. Alles wieder zusammengebrochen, die gleichen Probleme, Herzrhythmusstörungen und Übelkeit und alles, das kam es wieder. Dann wussten wir hundertprozentig, es ist der Funk. Ja. Ja. Es ist echt eindrücklich, das wieder mal so zu hören, auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen, wenn sie mal jemanden sehen, der wirklich so geschützt rumläuft, nicht irgendwie mit dem Finger drauf zeigen. Es gibt wirklich Leute, die leiden wirklich darunter. Ja, ja, ich glaube, das kann man nicht genügend unterstreichen. Eigentlich ja. Ja. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Alex, dass du mir, aber auch vielen anderen hoffentlich wieder ein bisschen mehr sensibilisiert hast auf dieses Thema und auch ein Stück weit die Augen geöffnet hast für diese große Belastung, die doch jeden Tag auf uns einwirkt. Mhm, bitte, ja. Danke auch. Gerne. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg. Und großes Dankeschön, dass du da ein Stück dagegen ankämpfst und wirklich diesen Leuten auch hilfst mit gemäß Schutzkleidung, dass man wirklich was dagegen machen kann. Aha. Gut, danke, ja. Ja, und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wünsche ich natürlich allerbeste Gesundheit und auf ein baldiges Wiederschauen miteinander. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte vergessen Sie nicht, hier oben den Kanal auch zu abonnieren, denn hier können Sie alle Sendungen auch werbefrei anschauen, aber auch unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, das dient uns nämlich auch sehr. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt an Sendungen, die Sie sicher auch interessieren könnte. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.